Seine Tasche. Ich glaube, das denkst Debian. Download. Ach man, die haben es auch noch nicht geschafft. So, also möchte ich es für Intel runterladen, ist es ein i386. Tue ich es für AMD runterladen, ist es ein AMD 64. Richtig, ja. So, und für ihn ist halt Intel immer noch das Pentium und AMD ist scheiße. Oh Gott. So, total weil... Tunnelblick. Ja. Und ich habe zu ihm gesagt, wir machen es über meine virtuelle Maschine. Hast du keine Hardware-Voraussetzungen dafür? Ja. Nein, wir machen das über sein Siemens-PC. Oh Gott. Bestimmt so. Mit altem, hier, altem IBM-Prozessor. Wenn ich die Kiste aufmache, schaust du den Rechner rein. Ich sag's mal so, den Prozessor, den wirst du in keinen normalen Rechner einbauen können. Das Mainboard. Ja, aber warte, das ist doch so ein bisschen Nostalgie-Faktor. Es ist nervenzerreibend, das ist keine Nostalgie, das ist einfach mal ein Mainboard-Hersteller, der komplett aus der Reihe getanzt hat. Genauso wie diese ganzen gottverschissenen Medion-PCs. Ach, hat ein wenig ATX gebaut? ATX? Ja. Mainboard. ATX ist ein Formfaktor. Ja, weil du dir gedacht hast, wegen dem Mainboard kriegst du den Ding zu mir rein. Nein, ATX ist ein Standard. Ja, wie kriegt man das Mainboard denn nirgendwo mehr rein? Wegen der Positionierung des CPUs. Ach so. Das wegen dem Formfaktor. Nein, und weil da einfach so ein gigantischer... einfach ein gigantisch klobiger Klobber an CPU-Kühler drauf gehört. Weil die Lochabstände so gigantisch groß voneinander entfernt sind. Das ist genauso wie diese ganzen Medion-Rechner. Du kannst in der Regel sind alle Mainboard-Anfertigungen für Medion-PCs Spezialanfertigungen. Okay. Normalerweise sitzt der Prozessor oben links auf einem Mainboard. Ja, genau. Bei den Siemens-Rechnern sitzt das Ding irgendwo in der Mitte vom Mainboard. Und das Ding um 45 Grad gedreht. Oh Gott. Da hat man Spaß mit, ja? Ja. Kommst du arg, Schatzi? Deine Freunde sind weg. Nee, sind sie nicht? Die stehen noch da, oder? Lass sie, deine Freunde warten auf dich. Wirklich? Ja, genau da, wo sie stehen geblieben sind. Ah, nein! Das muss echt nicht sein. Die stehen wahrscheinlich gleich wieder vor mir. Wahrscheinlich, ja. Also nicht bewegen, wenn du reinkommst. Ja. Ich werde es mir verkneifen. Ich finde nicht so witzig, ich könnte eigentlich jetzt die ganze Zeit da stehen lassen. Sei bloß still. Da war aber schon ein Speer. Natürlich, sie stehen vor mir! Was ist das für ein fetter Brummer hier? Na, ihr zwei! Alles klar, ne? Freue mich schon, euch zu sehen. Ah, das sind die scheiß Diebe! Die machen dir nichts, Schätzi, die klauen dir nur Sachen. Aber du hattest nichts zum Klauen, deswegen wollten die nichts von dir. Kommen.
Was? Ich hab ein Ding. Lol. So, dann fang schon mal an zu sammeln. Ja? Ja, ich war gerade noch am Kibbelstopfen. Boah, Mann, warum passt das Passwort nicht mehr? Waldi, wir sind im Livestream, gell? Ja, solange das Passwort nicht sagt, ist doch alles okay. Ja, die Frage ist nur, will er jetzt da bleiben? Ich hab nichts gegen. Ich meine, für ein nettes Schwätzchen ist man immer gern zu haben. Okay, also wir haben hier noch jemanden bei uns, der nennt sich Mr. Waldmeister und der kann nur reden, nicht spielen. Ja, ich hab das Spiel leider nicht. Ich tu's nur aus. Was? Ich kann's nicht spielen, aber dafür tue ich's hosten. Auch irgendwie Ironie. Und willst du jetzt immer da stehen bleiben? Nein, ich stopfe mir doch gerade ein Kippchen. Ich warte noch, bis die Sonne aufgeht, was? So. Ja, ich sammle hier schon mal. Ich guck mal, wo ich unser Lagerfeuer hinmache. Würde ich hier am Strand hinstellen? Ja, nee, ich würde schon ein bisschen. Da, wo auch Steine sind und so. Schon ein bisschen weiter hier vorne. Komm, guck, da ist. Ah! Oh, schon wieder dieser Kackdieb! Komm her! Ah, nee, ich hab mal wieder mein Steam-Passwort vergessen. Ach so, lol. Ja, es muss aber unbedingt was 30-stelliges sein, weißt du? Wie sammle ich nochmal? Ey. Ah ja. Mein längstes ist 24. Das reicht mir. Weißt du, wo ich bin? Nö. Auf jeden Fall da, wo Fleisch und Lagerfeuer ist. Da, wo Fleisch und Lagerfeuer ist. Ich bin auf der linken Seite entlang gegangen. Wo auf der anderen Seite direkt das Land ist. Willst du mich verarschen? Ja. Nee, ich wollte gerade einen Dodo erschlagen. Was macht der Dodo? Der erschlägt dich. Nein, der haut ins Wasser ab. Bleib hier. Achte auch auf den Essen, ne? Oh. Ja, ja. Fleisch liegt im Feuer. Meinst der Petranodon ist böse? Wie sieht denn der aus? Flugsaurier. Nee, der fliegt nur weg. Wirklich? Ach, da hinten bist du. Guck hier, ich bin hinten. Einfach weiterlaufen.
Ja, der läuft nur weg. Der fliegt nur weg. Wie kann ich denn meine Ansicht ändern? Mausrad drehen. Ah, ne, ist gar nicht mehr Mausrad drehen. Wo bist denn du? Vor dir. Wo ist Essen? Da hinten, komm. Ich bin am Verhungern. Da vorne. Aufs Feuer zugreifen kann ich mit I. Mit E gedrückt halten. Also ja, stimmt ja. Weil ich habe auch noch 7 rohe Fleisch. Hau rein, ich sammle schon mal Holz und so. Warte, lass uns noch einen Tribe machen. Ein was? Ein Tribe. Wie mache ich denn nochmal ein Tribe? So, ich mache mir jetzt Holz für eine Axt. Ein Dino! Parasaurus, oder? Ja, Para. Ich hasse manchmal mein Passwort aufs Äußerste. Kenn ich. Weißt du warum? Nee, warum denn? Weil ich immer das scheiß F mit dem V verwechsel. Ich bin gerade wieder Steamboard auf dem Sender. Aber bist du immer noch nicht drin, ne? Ich will gerade meinen Multimedia-PC für die Gamescom vorbereiten. Da ich da eigentlich kein Steam drauf habe, habe ich es jetzt erst einmal installiert. Und nein, meine Zuschauer, ich gehe nicht zur Gamescom und ich mache auch keine Videos davon. Leider. Ich würde gerne. Warum geht ihr nicht? Zu weit weg. So weit weg ist Köln jetzt auch nicht. Also ich penne bei Marvin. Ja. Gehst du hin? Marvin. Der wohnt in einem Vorort von Köln. Ah, okay. Ja, früher, wo ich in Köln gewohnt habe, war das auch kein Problem. Wobei, eventuell komme ich bald mal nach Berlin. Was willst du denn in Berlin? Treffen mit dem Georg. Ach so. Da komme ich mit. Sag mal, wo bist du hin? Ich bin in der unmittelbaren Nähe zu unserem Feuer. Okay, dann ist ja gut. Ich sammle gerade Fasern und so. Da unten. Will mich gerade verarschen? Natürlich. Steam. Ja. Steam hat mir gerade gesagt, das Spiel kann nicht installiert werden. Jetzt tut es trotzdem. Hab ich ja noch nie gehört, dass Steam sowas sagt. Wo ist das Vieh? So, was könnte ich noch installieren? Jetzt habe ich FS, LS, ATS. Und nehme ich noch IG2. Boah! Ekel. Hat der Parasaurus sich auf einmal weggeschoben.
Nur mal so, du Vieh da drüben, ich komm.